Oh nein, da sind Blattläuse an meiner Jungpflanze. Da krabbeln vier hoch. Was mache ich jetzt? Wie ich die ganz entspannt wegbekomme, das in dem Video. Also bleibt dran. Blattläuse an den Jungpflanzen ist nicht schön, weil die Blattläuse, die netten, lieben, die saugen unten an euren schönen, frischen, jungen Blättern den Pflanzensaft ab, zerstören praktisch die Blattstruktur. Die Pflanze fängt an, kümmerlich zu wachsen und im schlimmsten Fall geht sie euch komplett ein. Hier in dem Fall, die ist diese Pflanze schon recht stark befallen, recht spät mitbekommen. Aber wenn ihr zum Beispiel das recht schnell mitbekommt und ihr seht bei euren Pflanzen, da ist nur eine Pflanze, nehmt die raus, entweder sondiert die komplett extra erstmal. Und das allererste, was ihr da machen könnt, zum Beispiel eine manuelle Entfernung. Ihr nehmt euch am besten eine Schüssel oder einfach geht nach draußen oder eine Dusche oder sonst irgendwo und macht die Blattläuse erstmal ab. Haltet da immer fest. Einmal gegenschnipsen, dann lassen die sich im meisten Fall schon fallen. Wenn es soweit alles runter sind, dann könnt ihr den Rest mit dem Finger einmal abwischen. Oder was auch geht, gerade hier in der Mitte, wo man an die jungen Blätter, wo man nicht rankommt, einmal reinpusten. Reinpusten, gucken, ob alle ab sind. Und oder mit dem Wasserstrahl, mit dem Pfeilen von einer von unserem Pflanzensprüher erstmal nur mit Wasser probieren und nach 2 Tagen die Pflanzen nochmal kontrollieren, sind die alle weg. Super, sind welche wiedergekommen, kann man die Sache nochmal wiederholen und dann nach 2 Tagen nochmal schauen. Sollte der Befall größer werden, dann gibt es die zweite Variante. Die chemische Keule wird jetzt hier drauf verwendet. Nein, wird sie nicht, weil ich nehme einen Pflanzensprüher mit 500 Milliliter Wasser drin und einer Schmierseife auf Olivenölbasis, die ist 100% biologisch abbaubar. Somit brauche ich mir keine Sorgen machen um meine Jungpflanzen. So, was machen wir als erstes machen? Wie auch bei der anderen Variante, erstmal Pflanze anfassen, die Blattläuse erstmal grob abschlagen, abpusten, abmachen. Die lassen sich eigentlich abfallen. Einmal reinpusten. Wie gesagt, die Blattläuse sind meistens alle auf der Unterseite. Und dann heißt es, wenn die alle ab sind, die Blattläuse, sprühen wir erstmal von oben einmal ein. Kann ruhig gut gesättigt sein, dass es so ein bisschen runtertropft. Und einmal die Pflanze umdrehen. Und ganz wichtig, die Blattunterseite immer schön kräftig einsprühen, abtropfen lassen, dass so seitlich, dass die Blattlaus nicht in den Topf reinfällt, deswegen auch die Hand hier, geht die Schmierseife auch beim Einsprühen nicht in die Erde rein. Es kann alles noch ein bisschen runtertropfen. Die Jungpflanzen kommen jetzt wieder an ihren ursprünglichen Ort, da wo sie mal standen, so ein bisschen Abstand von den anderen Pflanzen, nicht dass die Blattläuse noch eure anderen Pflanzen infizieren. Da ein bisschen Abstand halten, wer die Möglichkeit hat, einen anderen Raum zu wählen, lieber einen anderen Raum, ansonsten können die da wieder zurück und nach 2 bis 3 Tagen oder sprühe ich die Jungpflanzen mit effektiven Mikroorganismen ein und nach weiteren 2, 3 Tagen wird die ganze Sache nochmal wiederholt und dann sollte das Ganze eigentlich erledigt sein. Ab und zu mal noch kontrollieren und nach Bedarf dann nach einer Woche die ganze Sache nochmal wiederholen und spätestens dann sollte euer Blattlausproblem erledigt sein, weil so langsam kommen die Pflanzen ja dann auch raus. Was passiert eigentlich jetzt mit der Blattlaus, wenn die mit so einem Zeug hier eingesprüht wird, weil Spülmittel und Wasser, naja, mein Gott, was passiert denn mit der Blattlaus überhaupt? Die Blätter, erstens, die schmecken nicht mehr so lecker, weil hier ist das Spülmittel drauf. Die mag Spülmittelgeschmack nicht, die will ja diesen süßen Saft haben. Erstmal sucht sie sich dann einen anderen Ort, wo sie pieken kann. Entweder verhungert sie oder sucht sich halt eine andere Pflanze, wenn keine in der Nähe ist. Das ist natürlich super. Dann verhungern die. Und die zweite Variante ist, durch dieses Spülmittel legt sich ein Film auf die Atemwege von der Blattlaus und die sterben dadurch. Eier brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, dass die irgendwie Eier legen, weil also der größte Teil der Blattläuse sind Lehmgebärende. Also wenn die Blattlaus tot ist, gibt es auch keinen Nachwuchs mehr. Deswegen nach einer Woche die ganze Sache nochmal wiederholen. Und das war mein kleiner Quick-Tipp zum Thema Blattlausbekämpfung an Jungpflanzen. Mir bleibt zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, sagt euer Thomas. Ciao, ciao. So, und drückt mir mal die Daumen, dass das nach einer Woche hier durch ist.